Hallo, wir sind Jenny, Jackie und Maxi. Wir leben und reisen seit 3,5 Jahren in unserem Wohnmobil. Seit einem Jahr sind wir nun komplett unterwegs, da wir uns eine Auszeit genommen haben. Während dieser Zeit trafen wir schon auf viele tolle Orte und auch Menschen. Und wenn ihr mögt, begleitet uns doch dabei. Ja, und ganz neu jetzt mit dabei und mit an unserer Seite ist der Figu. Ein kleiner Fusselgeigo. Komm schnell. Gute Laune bei dir. Angekommen. Ob ich hier jemals wieder rauskomme, ist die Frage. Nein, ich komme hier wieder raus. Ah, der Parkplatz ist einfach voll. Ich stehe ganz geradeaus, vor Kopf am Ende. Und ja, hier ist halt so eine richtig scheiß Kante. Aber aus dem Ding, da komme ich gar nicht raus, weil der Tor einfach zu schmal ist. Da habe ich keine Möglichkeit. Also ich müsste hier quer rüber. Ach, klappt schon. Normalerweise stehe ich immer auf der anderen Seite. Nee, wir laufen mal hier zwischen. Was kostet der denn hier? Der Nusskartell. So. Wir laufen mal hier durch und dann kicken wir mal, wo das Nadinchen ist. Also ganz ehrlich, ist mir eigentlich schon viel zu voll. Viel zu voll. Wenn man ankommt und es geht schon einfach gar nichts mehr weiter. Also ganz ehrlich, es wird immer voller. Wie komme ich denn jetzt auf den Platz da? Und da. Es wird immer voller und am liebsten würde ich wieder fahren. Ich wollte gar nicht hin, Leute. Oh, ich hatte heute Morgen schon Magenschmerzen und irgendwie hatte ich überhaupt gar keine Lust. Aber ich hatte ja gesagt, dass ich mitfahre und dann fand ich das auch mal doof. Wollte ich eigentlich nicht sagen, aber ja. Und wenn du dann natürlich ankommst und dann ist so voll und ich habe mich jetzt schon geschoben und es kommen immer noch mehr, dann ist einfach doof. Dann ist einfach richtig, richtig doof. Jetzt gucken wir mal, wo die Nadine steht. Da steht sie. Ja, dann da stehen ganz viele Wohnmobile. Das wäre natürlich viel besser gewesen. Muss ich mir doch noch mal den Weg hier angucken, wie sie hier drauf gefahren ist. Und vielleicht würde ich das nächste Mal auch machen. Ja. Läuft da nicht richtig. Irgendwas hat ein Problem immer wieder, ey. Schon ziemlich verrostet. Juhu! Party. Ja, aber nur eine Seite. Ich will ja die andere Seite. Reinpusten ist immer besser. Aber da kann ich jetzt rumfummeln, weil ich will. Da werde ich hier eh nicht hinkriegen. Aber solange die Luft zirkuliert und der die von hinten rausholt und rein zu. Wir hoffen, dass der jetzt noch runterfällt. Ich meine, wenn er runterfällt, ist egal. Dann läuft er halt so rund, aber was ein Akt mit dem Ding immer, echt, jedes Mal. Ich wollte dir übrigens jetzt... Thank you.
Also hier würde ich nicht richtig geil aus. Aber... Wir sind ganz alleine auf dem Hundeplatz. Ich bin ja auch nur irre bei den Temperaturen, also einfach viel zu warm. Aber wir mussten jetzt mal eben Pipi machen und da wir jetzt direkt da dran geparkt haben, habe ich gedacht, ja, dann kann man ja mal eben hier drauf laufen, ne? Also definitiv too hot. Aber auf dem anderen nebenan, da ist noch so ein kleinerer. Naja, der ist fast genauso groß. Vielleicht ein Viertelstückchen kleiner. Naja, die Hälfte kleiner. Egal, da sind auf jeden Fall auch welche. So, jetzt gucke ich mal, ob hier ein schönes Büchlein für mich ist. Ich ziehe mich jetzt hier in den Schatten und lese ein Buch. Das ist so schön hier. So, während ich mein Video schneide und es gefühlt 30 Grad draußen sind, kuscheln wir zum Glück alle auf der Couch. Okay. Auf die Plätze, fertig, go! Ja, okay. Na geht! Papa! Go, Amy! Go, Maddie, go! Go, Ronja! Komm hier, du Spitzekanone, Opa! Erstmal Attacke, Go, Maddie, du auch, du Honk! Ronja und Raya sind direkt auf dem Fenster. Der ist direkt in die Ecke geholt. So, guten Morgen vom Hundeauslauf. Es ist schon super warm. Wir haben 8 Uhr, glaube ich. Oder kurz nach 8. Müsste ich gleich nochmal eben gucken und dann sage ich das nochmal. Es ist schon super drückend. Es war super voll hier gerade. Hier waren so viele. Hier war einer mit 3 Doggen und also ganz viele große Hunde. Also der Platz war richtig voll. Und dann haben wir uns fertig gemacht. Und ich wollte erst warten, dass meine ruhig sind und sich wieder hinlegen. Dann habe ich mich fertig gemacht und die waren echt cool dafür, dass wir direkt vorm Hundeplatz stehen. Also da. Und die haben, also Hundeauslauf, und die haben alles gehört. Dafür waren die echt cool. Und ja, dann sind wir jetzt raus und ich habe gedacht, meine Güte, ist das drückend, ey. Also richtig drückend warm heute Morgen schon. Ja. Aber was ich sagen wollte, jetzt sind wir alleine. Jetzt sind alle gegangen. Ta-da-da-da. Noch einen kurzen Abstecher im China-Shop. Södele. Jetzt gehe ich erstmal raus und dann gucke ich erstmal mal. Hallo Schmuseschnecke. Hallo Schmuseschnecke.
liegst da immer sehr bequem. Also genießt die Sonne. Das Sofa sieht aus wie Sau. Alles voller Haare von den kleinen Mäusen. Aber Jackie hat auch gerade Turbogang gemacht im Kuscheln auf dem Sofa, ne? Ja, gehen wir gleich einmal mit der Bürste drüber und dann ist wieder gut. Dann kommen da wieder die Decken drüber und dann ist wieder gut. Mhm. Bist du so müde? Mhm. Auch ein Gussi, danke schön, mein Schatz. So, wir laufen schön unsere Abendrunde. Schön hier im Wald. Ich habe irgendwie ganz schlimm Allergie. Bronchien, Nase, alles irgendwie so zu. Und so meine Bronchien, die wieder so spastiken. Keine Ahnung, mein Arzt hat gesagt, ich habe spastische Bronchien. Mein Gott. Und damals habe ich da so ein Spray für gekriegt. Aber ja, jetzt habe ich das lange nicht gehabt. Jetzt habe ich es wieder. Sehr blöd, schon 4 Tage. Also wenn man das mal so mal 1-2 Stündchen hat oder so. Aber ich habe schon 4 Tage immer wieder. Und ich weiß nicht wovon. Wahrscheinlich von irgendwas, was hier blüht. Ich weiß es nicht. Oder keine Ahnung, ich habe ein altes Parfüm benutzt. Vielleicht ist es auch davon. Ich habe keine Ahnung, was es nervt. Anstrengend. Ja, aber wir genießen jetzt hier den Wald. Das ist nicht anstrengend, das ist schön. Na, Figu? Das ist schön. Ja, jetzt mitten in der Sonne ist es anstrengend. Das stimmt. Aber ja, es ist warm, ne? Ja, heute war wieder sehr warm. 26 Grad. Ach. Aber hier im Wald und im Wohnmobil geht es auch. Schön alles auf, schön am Meer. Ist immer wichtig, am Meer, da weht der meiste Wind. Mein Gott, so anstrengend zu reden. Ja. Und dann alles auf, Venti an und dann ist es schon fast kalt. Ja, da ist es sehr schön auszuhalten. Wir haben gerade einen Platzwechsel gemacht, weil wir standen hier am Strand. Ja, und jetzt mal eben schnell woanders hingefahren. Ja, und jetzt haben wir schon, ich war da noch duschen, da kam die Polizei schon. Ich habe eine Tür aufgemacht und er. Gut. Ja, ich habe gar nicht auf die Uhr geguckt. Wir haben schon 20 vor 10. Naja, ich spüle jetzt noch eben und dann mache ich hier alles soweit fertig und dann geht's in die Falle. Ein bisschen Fernsehen gucken muss ich noch, ne? Ja.